An diesmal das ist die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Zu einem Video, worauf ich extrem Bock hatte. Wir haben im Livestream darüber echt diskutiert, dass man sowas halt vielleicht auch sogar öfters machen kann. Vielleicht sogar als Challenge gegen Julius, weil Julius mittlerweile mit seinem Zweitkanal macht ja solche Challenges auch ganz, ganz oft und da geht auch ganz viel Liebe raus. Ich glaube, dass wir beide da uns gegenseitig nicht hassen werden oder sonstiges, wenn wir da gegenseitig halt einfach mal vielleicht den ein oder anderen gleich eine Überlegungssinn hatten, vielleicht so ein Video zu bringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze findet. Wir haben ja schon mehrere Weekend League Challenges von Anfang an des Jahres gemacht. Heute machen wir das Ganze nochmal ein bisschen erweitert und zwar mit der Foot Champions Weekend League Qualifikation. Unser Ziel sind 4 Siege oder man könnte es auch anders machen. Man macht 5 Spiele mit einer Challenge, 5 Spiele mit einer anderen Challenge. Das müsst ihr aber in die Kommentare mal sehr gerne reinschreiben. Heute geht es um Ferran Torres, der eine neue Karte bekommen hat als Stürmer. Der hat eine Price Range bis 1,3 Millionen. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu snipen. Habe ihn im Endeffekt bekommen und darüber oder um diesen Mann bauen wir das Spanien-Team, die Weltmeister geworden sind, glaube ich. 2010 sind die, glaube ich, Weltmeister geworden. Ne? Und bauen uns einfach mal das komplette Legendenteam von damals zusammen und schauen einfach mal, wie gut wird Ferran Torres gerade mit anderen Legenden, ne? Mit dem spanischen alten Hasen zusammen agieren. Wird er gut sein, wird er nicht so gut sein? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn du erstmal einen Daumen nach oben da lässt. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Mein Ziel, die 300.000 Abonnenten zu erreichen, gibt es ja immer noch. Und du und ich, wir können da gemeinsam richtig durchstarten. Kuss geht auf jeden Fall raus. Lasst gerne, wenn ihr noch mehr Ideen hättet, sehr gerne das in den Kommentaren da. Ich hatte jetzt im Livestream darüber geredet, wie wäre es mit Tchouaméni, mit dem Weltmeisterteam von 2018. Oder man nimmt zum Beispiel mal die ganzen alten Arsenal-Legenden und dazu dann Smith Rowe, den man als Future-Star hatte. Oder alles möglich, was man halt machen kann. Kostet ein bisschen Coins, nichtsdestotrotz trade man ja nicht umsonst und haben einfach mal ein bisschen Spaß. Ich weiß auch nicht, warum ich immer noch mein Totti-Team habe, weil das spiele ich sowieso durch die ganzen Ersteindruck-Videos gefühlt gar nicht. Naja, nützt alles nichts. Wir starten rein mit dem Team. Das möchte ich euch nachher ganz kurz natürlich sehr gerne vorstellen. Abfahrt ist angesagt, wir sind am Start. Ihr seht schon, Spanien 2010 ist am Start mit dem guten alten Ferran Torres. 1,3 Millionen haben wir für diese Karte bezahlt. Hochgeringe Arbeitsraten, ne? 4-4, sieht sehr, sehr gut aus. Gerade die Stats, ne? Mit Stellungsspiel 97, 94er Abschluss. Wir haben 87 kurzer und 85 langer Pass. Beweglichkeit 93, 90 Balance. Wir haben 93 Ausdauer, 90 Stärke. Das ist schon eine absolut geisteskranke Karte und erinnert mich ein Stück weit an die Ansu Fati, Ansu Fati-Karte vom vor insgesamt, ich glaube, letztes Jahr war das, glaube ich. Dazu haben wir 97 Antritt und 90 Sprintgeschwindigkeit. Wir haben hier Hawk noch drauf gemacht und gucken mal an, wie sieht denn das Legendenteam mit ihm gemeinsam aus. Starten wir erstmal rein mit dem Torhüter. Ich habe aber davor noch ein paar Legenden noch auf die Bank gepackt, denn von dem Spanien-Weltmeister-Team gibt es gefühlt nichts mehr in FIFA. Also wir haben Fabregas, wir haben den Reyna, wir haben den Mata, Albiol und Sergio Busquets. Ich habe jetzt einfach noch einen Raúl mit reingeballert auf die Auswechselbank. Ich werde damit auch nicht spielen. Und Brahim, weil der ja auch ein schöner Future-Star aus Spanien geworden ist und Raúl halt eine absolute Legende auch ist, was Spanien angeht. Plus Xabi Alonso. Ja, leider gibt es den damaligen Trainer, gibt es nicht mehr in FIFA. Aber Xabi Alonso hat damals 2010 noch mit agiert als Mann auf dem Platz. Jetzt gibt es ihn als Manager und sind wir mal ehrlich, wie gut sieht er bitte aus? Also jetzt mal Real Talk, Xabi Alonso als Manager im Anzug, eine attraktive Person, muss ich einfach mal so loswerden. Jetzt gehen wir aber erstmal aufs Team ein, da starten wir direkt mal rein mit dem Torhüter. Ich packe ja auch direkt mal Spanien mit rein und Special, denn wir haben jede einzelne Karte, die hier Special Card ist mit am Start. Ich habe ja Casillas Baby gezogen, will unbedingt mal den Prime spielen und Casillas war damals im Tor, deswegen geht nichts drüber. Casillas muss rein, 410.000 Münzen hat die gute alte Karte gekostet. Machen wir weiter mit dem ersten Innenverteidiger und da muss auch einer rein und zwar ist das einmal Charles Puyol. Auf der rechten Seite spielen wir mit Sergio Ramos, OTB und links dann ganz entspannt der gute alte Piqué Showdown. Ich glaube, das ist sehr, sehr positiv, dass wir fast jede einzelne SBC abgeschlossen haben, denn dadurch können wir natürlich auch viele Special Card Teams machen. Ich denke, das sieht auch einfach nochmal schöner aus, als zum Beispiel jetzt hier mit irgendwelchen Donruss rumzutümpeln. Kostenpunkt 230k für Carlos Charles Puyol, deine Prime ist Wahnsinn, der Preis 92k für Ramos und ja, Piqué ist Erstbesitzer, mittlerweile schon 135 Spiele gespielt. Machen wir weiter mit dem linken Mittelfeldspieler, da müssen wir aber als linken Flügel den machen. Ich stelle dann auch, nicht wundern, ich stelle dann alles auch noch richtig ein, zwecks Positionen, da werden wir dann auch auf Fullcam kommen. Linker Flügel,
Petro ist am Start. Ja, der hat ja eine wunderschöne Flashback-SBC bekommen. Die erste Flashback-SBC, auch bei mir schon 62 Spiele gemacht. 10 Tore, 10 Torvorlagen, 5 Sterne schwacher Fuß, Mittel-Mittel-Arbeitsraten. Auch eine coole Karte. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich würde gerne mal wissen, wie gut der ist, könnt ihr auf jeden Fall den Zweitkanal abchecken. Ersteindruck dazu. Auf dem rechten Mittelfeld haben wir eigentlich keinen mehr. Deswegen müssen wir hier mit einem gehen, der rechter Außenverteidiger ist. Und zwar ist das der gute alte Jesus Navas. Auch der war schon damals mit am Start. 53.500 Münzen haben wir für ihn bezahlt. Müssen wir mal gucken. Wir werden natürlich in-game Viererkette spielen, enge Raute. Da wird übrigens Sergio Ramos Außenverteidiger sein. Kann er ja auch. Ja, gab es ja schon den ein oder anderen Moments als SBC, wo der auch Außenverteidiger war. Dann in der Viererkette zusammen mit Navas, die, denke ich mal, fit. Machen wir weiter mit den zwei ZDMs. Und ich glaube, da kann es wirklich gefühlt nur ein Pärchen geben. Und zwar einmal den guten alten Iniesta, der ja immer noch aktiv ist, plus die Prime-Icon von Xavi. Da haben wir auch den mittleren gezogen, auch den Prime noch nie gespielt. Muss ich unbedingt mal machen. 680k, Pass-Weltmeister. Genauso wie Iniesta, den ich noch als Erstbesitzer hatte, den Inform. Die beiden müssen auf jeden Fall sein. Die beiden stellen wir auch noch um, damit wir hier auch auf Full-Cam kommen, denn das fehlt zurzeit. Dazu haben wir natürlich noch einen ZOM und das wäre der gute alte Rulebreaker von David Silva. Auch den habe ich noch nie gespielt, aber der hatte ja eigentlich, hat er gar nicht so schlechte Werte. Ja, also gerade auch was Passen angeht, das ist halt Spanien gewesen damals. Viel Passende, viel Tiki-Taka, das ist halt Spanien gewesen. 29.750 Münzen für diese Karte nimmt man natürlich mit. Und im Sturm, David Villa gibt es nicht mehr, den hätte ich vielleicht sogar eher genommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir da auch noch eine Prime-Icon mit am Start. Und zwar der gute alte Fernando Torres, der natürlich auch mit am Start ist. 817.000 Münzen haben wir für die Karte bezahlt. 93 Tempo, 90 Schießen, 88 Dribbling. Die beiden zusammen im Sturm, also Torres und Torres, könnte sehr interessant werden. Zur Aufstellung ganz kurz nochmal für euch, wir gehen in die enge Raute rein. Spielen einfach Torres im Sturm. Petro spielt in ZOM, wollte ich gerade sagen. Falsch. Wir müssen nämlich hier das anders machen. Ich würde sehr gerne David Silva im ZOM spielen. Und wir müssen, so wie es aussieht, leider Gottes den guten alten Iniesta im ZDM spielen. Man könnte natürlich auch sagen, wir probieren das mal anders aus. Spielen mal den guten alten Sergio Ramos im ZDM und Petro als Linksverteidiger. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und da könnte man auch mal so eine Option ziehen. Da hätte man trotz alledem hier ein überragendes Mittelfeld. Ramos kann ja auch ZDM spielen. Spieler, der kann ja alles spielen gefühlt und gerade die Offensive muss es halt machen. Unser Ziel sind die 4 Siege. Die 4 Siege mit diesem Team wird, denke ich mal, nicht ganz so einfach werden, gerade wenn wir es halt am Sonntag aufnehmen. Da sind eigentlich noch nicht alle mit der Weekend League fertig und die, die eher fertig sind, gehen direkt rein und deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie findet ihr die Challenge, wie findet ihr das Team, was hat euch meiner Meinung nach oder was hat euch damals, wenn ihr da schon auf der Welt wart oder das schon verfolgt habt, was hat euch den spanischen Fußball ausgemacht? Ja, also das würde ich sehr, sehr gerne wissen. Und damit gehen wir direkt mal rein. Bis zu 4 Siegen wollen wir hier spielen. Ob wir es am Ende schaffen, ist die andere Frage. 4 Siege, Abfahrt ist angesagt. Wir starten rein. Let's go. Ach ja, und schreibt in die Kommentare. Vielleicht machen wir auch nur 5 Spiele und machen dann mit dem zweiten Challenge vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Das können wir ja dann immer high life entscheiden, wie ihr gerne lustig seid. Schreibt es rein und damit gehen wir rein in Spiel Nummer 1. Abfahrt. So, Männers, ey, es war so ein Akt, die ganzen Trikots zu kaufen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Spanien-Trikots sind auf jeden Fall gekauft. Also, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise einen Tipp habt, wie man Nationaltrikots besser filtern kann, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich hatte absolut zu tun, hier ein Spanien-Trikot zu finden, weil ich bin einfach nur auf rotes Trikot authentisch gegangen und da musste ich halt die ganze Zeit suchen. Das ist aber unser erster Gegner. Gut alte Calvert-Lewin hat er auch schon abgeschlossen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Ferran Torres leisten wird. Wir starten rein mit der spanischen Nationalmannschaft von 2010 plus Ferran Torres im Sturm. Let's go. Das ist Navas, der schickt wunderschön den guten alten Torres. Unser Ferran Torres Neuzugang ist da. Abschluss gesucht. 7. Minute, 1:0. Und wisst ihr, was mir auffällt? Ich habe nicht die ganzen Spieler auf die richtige Position umgeformt. Perfekt. Aber wir führen Ferran Torres, die andere Maschine. Let's go. Schön gemacht. Das ist Xavi, der bringt die Flanke auf Torres. Und das ist das 2:0. Fernando Torres, diesmal der Torschütze, der Prime. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Flankentor in diesem Jahr gemacht. Aber wir haben jetzt ein Flankentor und ich bin super stolz drauf. Let's go. Ah, schön abgefangen von David Silva. Der schickt Fernando Torres auf Ferran Torres. Es ist kein Abseits. Ferran Torres 3:0, gar kein Problem. Abfahrt. Komm schon, Puyol. Zeig deine Kopfballstärke. Schade. Das ist Xavi. Wunderschönes Dribbling. Xavi.
Xavi, darf er auch mal ran, darf er. 4:0, 20. Spielminute. Man kennt es nicht anders. Die Weltmeister brillieren auf dem Rasen. Oh, das erahnen wir so gut und machen das 5:0. Ferran Torres, Hattrick. Ich glaube, der harmoniert sehr gut mit der spanischen Nationalmannschaft von damals. Ah, ja, da packt man einmal nicht richtig zu und da ist der Anschlusstreffer in Anführungszeichen. 5:1. Oh mein Gott, was war das denn? Okay, das war bodenlos. Der Pass war wirklich Katastrophe von Puyol. 5:2. Ja, perfekt. Schön, Ferran. Ferran. Auf seinen Namensvetter Fernando Torres. Glücklich. 6:2. Nehmen wir mit. Ein Abseits, oder? Oh mein Gott, Ferran Torres ist ja so gut. Holy moly, bam. 7:2. 56. Es wird ein Schützenfest. Let's go. Oh, darf sich auch Iniesta dazugesellen? Natürlich. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. 8:2. Was für ein erstes Match, hä? Dankbarer Gegner, muss man wirklich sagen. Ah, da kriegt man nochmal ein Gegentor. In der 84. Das 3:8. Was ein Ergebnis, ey. Warum man da nicht rausquittet? Keine Ahnung. GG, damit gewinnen wir das Spiel Nummer 1. Wir stehen 1:0. Nehmen wir mit. Dankbarer Gegner. Gerade im ersten Spiel. Mal gucken, ob es so weitergeht. Rein in Spiel Nummer 2. Let's go. Weiter geht's. Gegner Nummer 2 sieht auch wieder relativ dankbar aus. Paris SG. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal so einfache Gegner bekommen. Aber, also, Anführungszeichen. Man weiß ja nie, wie er spielt. Aber Spiel Nummer 2. Spanien hat Bock. Also Abfall ist angesagt. Und wieder Xavi mit einem wunderschönen Pass, wofür er bekannt ist. Schade. Iniesta. Schön geholt auf Silva, auf Xavi, der auf Ferran Torres. Wir warten. Und setzen das Ding in den Winkel. Dritte Spielminute. Ich kann euch jetzt schon mal eins sagen. Wir machen natürlich danach noch eine kleine Teambewertung. Aber dieser Ferran Torres ist absolut gestört. Absolut gut. Guckt euch an. Fernando Torres. Oh, was passiert hier? Ja, Tor 2:0. Okay, das ist aber bodenlos. Oh mein Gott. Hilfe. Was habe ich da gerade gesehen? Was? Oh Mann. Und wieder Fernando Torres. Auf Ferran Torres, 3:0. Es ist der Wahnsinn. Spanien dreht auf. Und wieder quittet der Mann nicht. Obwohl wir in der FUT Champions Qualifikation sind. Okay. David Silva. Probier's mal. Du hast die Passwerte auf Pedro. Unser Linksverteidiger. Nach vorne gesprecht. Pedro. Oh, glücklich. 4:0. Ah, also beim Vierturm waren zwei schon ziemlich glücklich. Aber Torres und Torres von dem Doppelsturm, sympathisch. Sehr, sehr sympathisch. Und vielleicht machen wir jetzt direkt noch eins. Oh mein Gott, ich mach das schönste Tor aller Zeiten nicht. Nein, Ferran Torres, das war gerade so eine kranke spanische Kombination. Wie in alten Zeiten. Oh mein Gott, und ich mach ihn nicht. Der letzte Schuss, Jungs, der letzte Schuss. Das ist so bodenlos. Und wir kriegen jetzt hier das Gegentor. Oh mein Gott, du machst die voll nicht und kriegst sie direkt hinten. Aber was war das für eine Kombination aller Spanien-like? Hilfe. Aber okay, also wir gehen in Ordnung. Boah, das ist so gut. Dieser Ferran Torres ist so geistesgestört gut. Holy moly.
dieser andere Ersteindruck jetzt, Jungs. Ha! Boys and Girls, wir gewinnen das zweite Spiel auch klar und deutlich mit insgesamt 5 oder 6 zu 1. 5-1 haben wir. 4 Tore wieder Ferran Torres. Ey, es macht unfassbar viel Spaß, mit diesem Team zu spielen. Real Talk, das ist der absolute Wahnsinn. Es macht so viel Spaß. Hätte ich niemals mitgerechnet. Damit gehen wir direkt rein in Spiel Nummer 3. Und ich habe mir überlegt, lass uns 5 Spiele machen. Wir können ja auch die Weekend League Quali dann mit der nächsten Challenge machen. Weil ich hätte schon Bock, noch eine zweite Challenge zu machen. Also für mich persönlich macht das absolut, absolut Bock. Let's go. Gegner Nummer 3 wurde gefunden und diesmal wird es kein so dankbares Team. Ne? Das ist auf jeden Fall eins der stärkeren Teams, die wir jetzt hatten bis jetzt. Kimpembe, wir wissen, Ferran Torres hat den Test bestanden, hat 4 Tore gegen Kimpembe gemacht. Ich will jetzt mindestens 2 sehen. Wir gehen rein in Spiel Nummer 3. Let's go. Das wird ekelhaft. Das wird so ekelhaft jetzt. Hilfe, da ist halt Puyol einfach viel zu langsam. Ja, da kriegt man das erste Gegentor. 4. Spielminute. Da haben wir einfach, ist nicht konsequent vorne gespielt. Da haben wir direkt mit dem Konter das 1-0 kassiert. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Komm mal. Vielleicht gleichen wir es ja direkt. Oh. Schön geholt. Ferran Torres läuft schon wieder dort vorne. Sauber. Wir probieren einfach mal den Lupfer. Und da ist er wieder. 8. Spielminute. Das erste Tor von 2, die ich von dir sehen will, haben wir damit gemacht. Ausgleich. Let's go. Wunderschön gespielt. Zack, 2-1. Gar kein Problem. 10. Minute. Wir liegen in Front. David Silva darf sich in die Torschützenliste eintragen. Let's go. Schön geholt von Pedro. Ah, mit ein bisschen Glück. Das ist, muss immer mal dabei sein. Ferran Torres. 3-1. Ich würde schon 4-0 sagen. Wunderschön. Grün getroffen. In die Maschen damit. Ah, belastend. 53. Ich verstell Casillas. Er haut ihn in die kurze Ecke rein. Edson Eduard, der Rekordbreaker, macht den Anschluss. Nein. Oh mein Gott, was sehe ich hier? Was habe ich gerade hier gesehen, Jungs? Was habe ich gerade für ein Gegentor gesehen? Oh mein Gott. Es ist bodenlos. Es ist so bodenlos, dass wir das hier verlieren. Oh mein Gott. Was? Hilfe. Das ist halt, ich muss euch kurz dann die Statistik, also ich weiß nicht, also für mich persönlich ist die Statistik halt eindeutig. Aber naja. Wir sollten ja den Tag niemals vor dem Abend loben. Torres. Let's go. Wir sind wieder da. Come on. Komm on, verdient, dass wir hier führen. Wieder Fernando. Und Abfahrt. Drin. Das Ding ist drin. Ferran Torres ist eine Maschine ohne Ende. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, da sind die Geschwindigkeitsunterschiede gerade bei dem 91er roten Mané. Ja, sind vorhanden im Gegensatz zu Puyol oder Piqué, klar. Es ist traumhaft gespielt, Jungs. Es ist traumhaft gespielt. Männers, das Ding ist durch und auch dieses Spiel mit Xabi Alonso als Trainer gewinnen wir wieder, auch wenn es in der Verlängerung war. Wir stehen damit 3-0. 7-5 übrigens, so einen Namen kann ich nicht akzeptieren, wäre ich wahrscheinlich, so wie es aussieht, melden, weil finde ich persönlich absolut sinnlos. 20-9 Schüsse, soll denke ich klar sein, dass wir das Ding verdient haben zu gewinnen. Abfahrt in Spiel Nummer 4. Let's go. Gegner Nummer 4. Schafft mir es hier wirklich mit dem 4-0 rauszugehen? Hä, warum spielt denn der? Der spielt einfach die falsche Aufstellung. Habt ihr das gesehen? Der spielt einfach nicht 4-1-2-1-2 normal mit LMRM, sondern mit der Engraute. Damit ist Sterling und Salah halt nicht auf Fullcam. Okay. Egal. 4. Spiel. Spanien ist bereit. Let's go.
1:0. Fernando Torres mit dem nächsten. Oh, es ist abseits. Ui, Männers. Okay, das ging schnell. Viertes Spiel, vierter Sieg. 4:0. Ich sag's mal so, wie es ist. Wir haben gerade den Abseitstor noch gemacht. Ihr habt das gerade noch gesehen. Aber okay, dass jetzt direkt der Quid kam. Also ich sag's mal so, wir haben ein spanisches Team uns gebaut, um die Weekend League Challenge zu haben, 4 Siege zu holen und uns zu qualifizieren. Was wir hier abgerissen haben mit dem Team, ist der absolute Wahnsinn. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir die restlichen 6 Spiele noch mit einer anderen Challenge machen, dann sagt mir das auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid. Wir gehen ganz kurz zur Teambewertung, weil das muss unbedingt auch sein. Ich muss eins sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit dem Team zu spielen wie mit dem hier. In der 4-1-2-1-2, der Engraute war echt big. Also, Puyol, wenn du halt nicht ins Laufduell gehen musst, ist Puyol eine absolute Macht. Das gleiche gilt auch bei Piqué, plus bei Piqué, der hat auf jeden Fall noch ein Stück weit Tempo. Ramos im ZTM, eine absolute Maschine, ein richtiges Monster gewesen, hat alles aufgehalten, was geht. Die Außenverteidiger mit Navas und mit Pedro waren zufriedenstellend. Gerade Pedro hat sich öfters halt auch mal offensiv in Szene gesetzt, aber da ging auch nicht viel über die Außenbahn bei den beiden. Deswegen war solide, kann man machen. Dann kommen wir zu unseren Achtern und das war Iniesta und Xavi oder Xavi. Und ich muss eins sagen, dieser Xavi macht unfassbar viel Bock. Probiert den wirklich mal aus. 680k sind jetzt nicht wirklich viel, in Anführungszeichen. Wir haben 1-3 Torvorlagen gemacht. Die Karte mit ihren Pässen, das ist insane. Es ist wirklich ganz, ganz andere Welt. Und auch Iniesta mit 2 Toren, 1 Torvorlage bei 56 Tempo. Auch das ist völlig in Ordnung. Ja, war solide. Gehen wir weiter mit dem David Silva. Und auch da, wie ich schon gesagt habe, den spielt halt keiner. 30k kostet der. Und er hat auch in den 4 Spielen 1 Tor und 4 Torvorlagen gemacht. Auch der, gerade mit dem Passen, ja, gerade was das angeht, mit den spanischen Spielern, dieses Passsystem, dieses Tiki-Taka, jeder Spieler kann halt passen. Das macht schon extrem viel Spaß. Und auch David Silva als ZOM sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir zu den 2 wichtigsten Positionen, zwar den Stürmern. Fernando Torres und Ferran Torres haben super miteinander harmoniert. Also wirklich, wir haben in 4 Spielen 6 Tore, 6 Torvorlagen gemacht mit dem guten alten Fernando Torres. Der war echt geil. Also wenn ihr die SBC schon gemacht habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Für mich richtig, richtig guter Stürmer. Aber, und das muss man wirklich sagen, es ist das Sahnetüpfchen auf der Torte, wie man es so schön nennt. Ferran Torres hat sich bewiesen in dem Weltmeister Spanien 2010 Team. Diese Karte ist geistesgestört. 4 Spiele, 11 Tore, 2 Torvorlagen. Ach du heilige Feuerwehr. Also diese Karte ist insane. Die Karte macht so viel Spaß. Kranker Abschluss, überragende Pässe, diese Stärke da vorne drinne, insane. Überragendes Tempo und Hoch-Low-Murk-Rate. Der ist immer vorne anspielbereit. Diese Karte, wenn die Karte nicht mehr extinct ist, probiert sie definitiv aus. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der als RF kommt, noch geiler sein könnte. Aber das muss man schauen. Wenn es euch gefallen hat, Jungs, würde ich mich persönlich riesig freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und damit viel Spaß beim nächsten Video. Erster Eindruck, checkt alles aus. Ich würde mich freuen. Kuss, kuss, kuss. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.